Oh, was passiert jetzt? Ach, der Kroganer will was von uns. Ja, schön für dich, Freundchen. Der Clanführer will mit Ihnen sprechen. Ja Ketten und? Sie Ihr künftiges Haustier an der kurzen Leine. Wenn er das Ritual nicht bald durchläuft, sollten Sie ihn loswerden. Was für ein Ritual? Wissen Sie, was mit ihm nicht stimmt, was er braucht? Mit ihm ist alles in Ordnung. Reden Sie einfach mit dem Clanführer. Nö, denn? Irgendwo, Captain. Gehen Sie mit Ihrem Anliegen zum Clanführer. Und halten Sie Ihr künftiges ja, Haustier an der kurzen Leine. Lassen Sie mich einfach durch. Ich habe einiges zu erledigen. Gut, der erzählt uns nichts Neues. Dann gehen wir mal zum Clanführer. Soll ich euch jetzt was spoilern? Kommen wir von diesem Felsbrocken runter und zeigen den Turianern, wer der Boss ist. Verdammt richtig. Diese Kroganer sind voll cool. Ja. Die sind so richtig hart und grimmig und böse. Ja? Beim Commander der Kundschafter ist von einem gefangenen Salarianer die Rede. Okay. Gut. Also Gespräch mit dem Kundschafter oder dem Anführer. Beides ist akzeptabel. Außerdem konnte ich keine hiesigen medizinischen Unterlagen einsehen. Ich schlage vor, den Clanführer um Hilfe bei Grunts Problem zu bitten. Gut. Dann sind wir beim Clanführer an der richtigen Adresse. Ich könnte euch jetzt was spoilern, was den Clanführer angeht, aber ich mache das mal nicht, falls ihr selbst nochmal Mass Effect spielt. Warst du da, als das Lager der Frauen letzte Woche die Kinder rübergeschickt hat? Das Lager der Frauen, wie geht's hier? Hast du diesen Bericht im Extranet gesehen? Extranet, Extranet. Tut Shankar mit Grunt reden. Das soll die großartige Heimatwelt der Krogana sein? Das Land von Kredak, Shiaga und Viol? Dieser Felsbrocken ist es ja kaum wert, dass man darauf steht. Riskieren Sie ruhig eine ordentliche Summe, Mensch. Okay. Ah, ich kann wetten. Weiß-blaue Hoffnung. Rot-braun. Nehmen wir mal den. Nur 250. Kann ich ja gleich im Luft wetten. So, mal sehen, ob meiner gewinnt. Los, du hiesliger Barren. Gewonnen! Super, das hat's vorgebracht, ey. Na gut, dann gehen wir jetzt mal zum Clanführer. Und, ja. Gattatok Uwenk. Vriav. Du siehst aus wie so ein Lakai. Ich rede lieber gleich mit dem Big Boss. Hallo? Hallo, Big Boss? Oha, jetzt kommt er schon an. Sie ja? sind Shepard. Jedes andere Alien hätten wir vom Himmel geschossen. Aber Ihnen gebührt der Respekt, den wir unseren mächtigsten Feinden entgegenbringen. Sie haben Würmeier vernichtet. Sie haben uns davor bewahrt, Sarens Handlanger zu werden. Aber Sie haben auch ein Heilmittel für die Genophage zerstört. Und außerdem haben Sie Erdnot Rex getötet. Ich das bin Landführer Erdnot Reef. Rex war mein Blutsbruder. Ihr seht doch aus wie Zwillinge. Ich erinnere mich nicht. Ich bedauere es in der Tat sehr. Ich wünschte, es hätte eine andere Lösung gegeben. Er war ein wertvolles Mitglied meiner Crew. Menschliche Emotionen schmecken nach Pisse. Sie sollten keinen Tod damit entwerten. Schon gar nicht, wenn er so nützlich war wie dieser. Durch den Tod von Rex wurden seine Freunde zu meinen Freunden. Und der Erdner-Clan fiel mir zu, was zu seinem Besten war. Er hatte beunruhigende Ideen. Mit einem Anführer, der die Tradition wahrt, ist es um uns besser bestellt. Sie sollten nicht für mich sprechen, Uwenk. Aber echt, mischt die mal hier ein. Was wollen Sie hier? Ja, ich weiß nicht, machen wir erst die mit Morden oder die mit Grunt? Oh, die mit Grunt ist geil, muss ich sagen. Machen wir erstmal die mit Grunt. Ich habe einen Kroganer in meiner Crew. Er hat so eine Art Krankheit, die behandelt werden muss. Ich hasse den, ey. Guck mal nicht so. Dieser Kroganer riecht wie ein Jugendlicher. Wurde sein Clan vernichtet, bevor er gelernt hat, wie man lebt? Keine Ahnung. Ich habe keinen Clan. Ich genau. wurde von Warlord Okir in einem Tank gezüchtet. Destilliert aus einer Ahnenreihe von Kredak, Moro, Chiaga, Turk, Brent, Viol.
Sie sind das Resultat einer Spritze und nicht dafür gemacht, T'Chanka zu betreten. Sei mal nicht so ein Arsch. Ich bin ein reiner Kroganer. Sie sollten Ehrfurcht zeigen. Genau, du Wichser. Sie sind ein Produkt von Okir? Er wird überall gehasst? Er ist tot. Schade. Hass ist etwas Gutes, mit großer Wirkung. Verbindung Grunt, okay, gut. Wundervoller Satz. Das sage ich natürlich nicht. Und was ist los mit ihm? Das ist ja alles sehr interessant, aber ich brauche Grunt voll einsatzfähig. Was ist los mit ihm? Gar nichts ist los mit ihm. Er wird lediglich ein vollwertiger Erwachsener. Ah, Pubertätsritual. Verbreitet bei Spezies mit hormongesteuertem Fortpflanzungstrieb. Nichts derart Schwaches. Er wird erwachsen und muss sich dem Initiationsritus stellen. Mhm. Ich werde das nicht zulassen. Sie riskieren ihren Status, Reef. Ihren ganzen Clan. Alter, der ist so ein Udina, ey. Wollen Sie Erdnut Grunt werden? Oder soll er selbst entscheiden? Also die Frage ist im Endeffekt, ob er zum Erdnut-Clan gehören will. Und das ist ein starker Clan, also ich würde ja sagen, aber ich will ihm die Entscheidung da nicht abnehmen. Es ist seine Entscheidung. Es ist in meinem Blut. Deshalb gibt es mich. Dann reden Sie mit dem Schamanen. Er ist hier im Lager. Bereiten Sie sich vor. Und Sie auch, Shepard. Grunt gehört zu Ihrer Crew. Sie sind ein Teil dieser Sache. Ja. Gut, mit dem Schamanen reden. Schamana, der ist ja gleich in der Nähe. Sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch. Na gut, das ging ja einfach, als ich gedacht habe. Im Präsidium steht eine große Kroganer-Statue. Das stimmt sogar. Reiß dich in Stücke! Du hast noch nicht mal den Mummes zu versuchen. Okay, da wird gekämpft. Ihr seid Idioten und du bist der Schamane. Wer bist du? Nathorthokat. Gehen Sie weg. Der Abgesandte der Faun-Clans muss Aliens nicht zuhören. Okay, dann halt nicht. Sie überschreiten ihre Grenzen, Getatak Ulvenk. Die Riten der Erdnot gehen vor. Woher wissen wir, dass es überhaupt zum Kampf kommt? Er ist nicht natürlich. Die Bestien des Ritus ignorieren ihn vielleicht wie einen Klumpen Plastik. Sie erkennen Blut, egal aus welchem Schoß es kommt. Ihr Bellen hilft ihnen hier nicht weiter. Ich werde für mich selbst sprechen. Ist das die Tankzüchtung? Sehr lebensecht. Hat sogar den richtigen Geruch. Ihre Proteste klingen hohl, Uwenk. Genau, gib's ihm. Schluss mit dem Dreck! Ich streite mich nicht um solchen Unsinn. Grunt ist bereit, fangen wir an. Ihre Herabwürdigung unserer Rituale missfällt mir noch mehr als Uwenks Anschuldigungen. Mein Wort allein entscheidet, ob ein Ritus stattfindet. Wenn das traditionell abläuft, dann beantrage ich eine Verweigerung. Mein Kran steht gegen ihn. Er hat niemanden. Meine Geduld ist strapaziert, aber Uwenks Antrag ist berechtigt. Grunt, wo ist Ihr Krant? Ihre Verbündeten, die in Ihrem Namen bereit sind zu töten und auch zu sterben. Hallo, das sind ja wohl wir. Wo süß, wie er mich anguckt. Ja, natürlich. Grunt will den Erdnot-Clan stärker machen. Nennen Sie uns ein Ziel und wir werden es auslöschen. Gut gesprochen. Die meisten Aliens und einige Kroganer verstehen unser Leben nicht. Dieser Mensch schon, wie mir scheint. Aliens wissen gar nicht, was Stärke ist. Meine Anhänger sind echte Kroganer. Grunt ist eine einzige Lüge. Da hast du. Sie wagen es. Oh ja. Dieser Mensch gefällt mir. Sie hat's begriffen. Ich ziehe meine Verweigerung zurück. Wir werden das woanders zu Ende bringen. Boah, schubst du mich auch noch, der Bastard. Wir haben sie provoziert. Ein guter Grund für mich, sie sympathisch zu finden. Die sind jetzt Ihr Problem. Na, dann legen wir mal los, bereit. Ne? Es kann losgehen. Großartig. Oh jemine. Das wird jetzt nicht easy, ne? Das sage ich euch. Das wird ein richtig mieser Kampf.
fragt euch wahrscheinlich, was für eine Art von Ritual das ist. Ja, Grant kommt natürlich mit. Ja. Ja, komm, Morden. So, wie es sein soll. Dann legen wir mal los. Okay, wir fahren in der Karre. Durch Tuchanka. Über Tuchanka. Auf Tuchanka. Alter, das sieht ja echt scheiße aus hier. Das ist richtig krass. Also, es sah bestimmt mal cool aus, aber das ist schon ziemlich lange her, nehme ich an. Die Musik ist bedrohlich. Mir schwant nichts Gutes. Das ist die neueste Narbe, die Tuchanka davongetragen hat. Die letzte Oberflächenstadt, die während der Rebellionen gefallen ist. Der Schlüsselstein befand sich in ihrer Mitte. Sie hat Kriege und den Fortgang der Jahrhunderte überdauert. Sie hat Bestand, wie die Kroganer. Wenn Sie sich dem Ordnord-Clan anschließen möchten, müssen Sie über den Schlüsselstein und seine Prüfungen nachsinnen. Was passiert dann? Wer weiß das schon. Sie müssen sich anpassen und erfolgreich sein, welche Situation sich Ihnen auch bietet. Wie jeder wahre Kroganer. Kriegen wir hin. Wir sind ja kampferprobt. Ordnord-Leiche? Fangen Sie an, Shepard. Aktivieren Sie den Schlüsselstein. Ja, jetzt halt mal hier die Füße still, Freundchen. Toter Ordnerleiche da. Oh, Kredits. Okay, hier liegt überall Munition rum und Medizin und sowas. Ich nehme mal an. Ah, hier kann man noch was holen. Aktivieren Sie den Schlüsselstein. Ist ja gut, lass mich das hier noch machen und dann können wir auch anfangen, mein Kleiner. So. Dab, dab. Also was ich damit sagen will, ich glaube, wir werden hier auf einen Kampf stoßen, kann man das sagen? Hört sich komisch an. Naja, auf jeden Fall. Aktivieren Sie den Schlüsselstein. Jetzt halt doch dein Maul. Auf jeden Fall wird es hier gleich ein Battle geben. Zuerst eroberten die Kroganer Tuchanka und machten sich eine Natur untertan, in der nur wir bestehen können. What the fuck? Was war das? Was ist da passiert? Da kommen Sie. Ich bin bereit. Da kommt was. Wo kommt was? Probleme. Einer ist erledigt. Wo denn? Dachte, es sei Hammer. Ach du Kacke. Ich werfe sie um. Ah, warte, ne? Einer zu viel, aber gut. Der nächste. Neutralisiert. Das ist vielleicht nicht die beste Waffe dafür. Können wir hier so in den mehr oder weniger Nahkampf gehen? Diese Bestien sollen wissen, dass ich würdig bin. Wo kommen die denn her? Hallo, zeigt euch. Sind die da? Da ist einer. Wow! Die kommen da aus diesen Löchern raus, ne? Wow, da ist ja noch einer! Natürlich voll überrascht, der Bastard. Ich sehe sie. Sie werden alle sterben. Alter, der hat mir voll gegeben. Der hat mir voll gegeben, der Trupp. Ein bisschen Munition einsammeln. Waren das alle oder kommen jetzt noch welche? Also wenn das jetzt die große Prüfung der Legende war, dann muss ich ja sagen, ziemlich lame. Ziemlich lame. Das sind noch Energiezellen, ne? Da kommen sie. Ich bin bereit. Und da kommen auch welche, ne? Und da ist noch einer. Und da müsste auch noch ein Gegner sein. Ach, nachladen. Das hatte ich befürchtet. Nichts können. Nichts können. Wissen, dass ich würdig bin.
Aktivieren Sie den Schlüsselstein, um den Ritus fortzusetzen. Ja, das machen wir doch sehr gerne. Bereit so, für eine neue Runde, Shepard. Aktivieren Sie den Schlüsselstein. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, mein Freundchen. So, füllen wir einmal auf. Ah, Platon. Wir müssen Platon. Den Schlüsselstein aktivieren, um das Ritual fortzusetzen. Ach Kind, jetzt sei doch nicht so nervig. So, weiter geht's.